My name. I have no idea what she said. I have no idea. Poor guy. Des blessures de guerre. Einer dieser Trails, wo man denkt, this better be good. Ich bin jetzt auf dem Weg zu den Agawa Pictographs. Das sind diese Felsenbilder hier, zu denen es geht. Die waren ein Heiligtum der Ojibwe in prähistorischen Zeiten. Ich will mal sehen, ich hoffe, dass ich nicht ausrutsche. Ich bin gerade schon ganz übel ausgerutscht. Das ist ziemlich glatt hier. Also die Schilder, die sind schon ernst zu nehmen, wenn die sagen slippery. Okay, so. I hope I will survive this. Ich hoffe, dass ich es überlebe. Hier Ketten zum Festhalten. Soweit, so gut. Oh, hier, ja. Okay, hier ist er. Hat sich gelohnt. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist der Tag 3 unserer Tour durch Nord-Ontario. Wir fahren heute in den Lake Superior Provincial Park. Wir machen den Park unsicher. Wir schauen uns alles an, was da sehenswert ist. Wir nehmen euch mit auf diese Fahrt, aber vorher geht es zum Kaffee trinken und zum Frühstück nach Wawa. Das ist 10 Minuten von hier und wir halten euch auf dem Laufenden. Also. Wir folgen jetzt einem Trail, der ist ungefähr 2 Kilometer lang und geht bis zum Gargantua Harbor, der dem Vernehmen nach auf der anderen Seite irgendwo liegen soll. Da gibt es einen Schiffswrack und ein paar eingefallene Häuser. Da muss wohl eine alte Siedlung gewesen sein. Und da gehen wir jetzt hin. Wir wollen mal sehen, was wir da finden. Ich bin gespannt. Ich weiß nichts. Ich war hier noch nie. Es wird spannend werden. Kommt mit. Wo ist denn der Trail hier? Naja, guck mal, ne? Also, auf geht's. Oh, looking good, Jonathan. Looking good, eh? Looking good. Das ist der Gargantua Point Scenic Lookout hier. Wir stehen an einem der höchsten Punkte hier an der Küste vom Lake Superior Provincial Park. Und ich schaue hier auf 2 kleine Inseln mit 2 noch kleineren Inseln dazwischen. Und die Geschichte besagt, dass die franco-kanadischen Pelzhändler, die Voyageurs, damals hier vorbeigekommen sind auf dem Weg nach Thunder Bay, wo sie zum großen Rendezvous jeden Sommer sich trafen mit den Hommes du Nord, den Pelzhändlerkollegen vom Lake Athabasca und dort Pelze und Waren getauscht haben. Also sich das vorzustellen, dass die durch dieses kleine Nadelöhr da gekommen sind von Montreal aus und dann weitergepaddelt sind nach Thunder Bay, ist schon der helle Wahnsinn. Thank you.
Es ist 9:09. Es ist immer noch hell. Wir wohnen drüben im Voyageur Inn. Wir haben gerade den Besitzer kennengelernt und er hat uns eine schöne Sitte gezeigt. Und zwar einmal in der Woche macht er mit seiner Frau hier den Strand sauber, weil der gehört zum Provinzpark, zum Bacabana Provincial Park. Und wie gesagt, einmal in der Woche zieht er mit dem Rechen los und seiner Frau und macht hier den Strand sauber. Und der Unrat, der wird tut er auf mehrere Häufchen und verbrennt ihn. Ich finde, das ist eine schöne Sitte und es ist eigentlich keine. Es gibt keine schönere Art, um diesen Tag zu beenden. Der Tag ist nämlich voll. Und morgen geht es weiter und jetzt denke ich mal, werden wir uns was zu trinken holen und uns am Strand verlustieren. Also gute Nacht und bis morgen.